Mortal Engines, Krieg der Städte, erste Teil zu Peter Jacksons düstere Skifi-Buchverfilmung. Mortal Engines, Krieg der Städte, erste Teil zu Peter Jacksons düstere Skifi-Buchverfilmung. Nach Tolkiens Der Herr der Ringe und Der Hobbit widmet sich Regisseur Peter Jackson einer weiteren Buchverfilmung, Mortal Engines, Krieg der Städte von Philip Webb. Im ersten Teil zum dystopischen Skifi-Film gibt es rollende Städte, die plündernd um die letzten Ressourcen der Erde kämpfen. In einer weit entfernten Zukunft sind die Ressourcen knapp geworden. Auf der Suche nach Vorräten bewegen sich komplette Großstädte wie London plündernd und kämpfend auf mächtigen Rädern rund um die Welt. Mittendrin ist der junge Londoner Tom Nardswuorty, Robert Sheehan. Er lernt die junge Hester Saar, Hera Hilmar, aus dem Ödland kennen, die sein Leben völlig auf den Kopf stellt. Zur Besetzung gehören Robert Sheehan, Miss Feeds, Hera Hilmar, Da Vinci's Demons, sowie Hugo Weaving, Der Herr der Ringe, Stephen Lang, Avatar, Colin Salmon, Arrow und Patrick Malahide, Game of Thrones. Filmemacher Peter Jackson hat sich bereits vor Jahren die Rechte zur Buchreihe sichern können. Gemeinsam mit seinem Autorenteam, Ehefrau Fran Weiss und Philippa Bones, hat er das Drehbuch geschrieben und übernimmt die Produktion. Die Regie des Films führte allerdings nicht selbst, sondern Christian Rivers, ehemaliger HDR-Regieassistent und Oscar-Preisträger für die Special Effects zu Peter Jacksons King Kong, 2005. Mortal Engines, Krieg der Städte kommt am 13. Dezember 2018 in die deutschen Kinos.